Speedy Gonzales in Bornheim. Die schnellste Achterbahnmaus lockt groß und klein auf den Peter-Frünz-Platz zur Großkirmes. Zusammen mit der Gewerbeschau bietet die Königstraße kunterbunte Kurzweil, damit sich die Besucher, so die Organisatoren, einen schönen Nachmittag machen können mit einem riesen Angebot. Nicht nur über die Autos, sondern auch verschiedene Schmuckstände stehen hier. Eine Modenschau wird von uns präsentiert. Und dann ist also im Prinzip für jeden Besucher was da. Das Wetter spielt Gott sei Dank mit, was immer eine große Rolle für uns spielt. Informationen, buntes Kirmestreiben und Tiere zum Anfassen. Eine bunte Palette. Natürlich dürfen kulinarische Leckereien nicht fehlen. Auch die Musikfans kommen bei der Coverband Slap aus Brühl voll auf ihre Kosten. Erstmals im Programm eine Talkrunde mit Gesprächsgästen aus der Welt des Sports. Und der kann finanzkräftige Hilfe aus Bornheim durchaus gebrauchen. Lokale Wirtschaft kann einen Sportverein wie die SG Sechtem hervorragend unterstützen und auch auf relativ einfache Art und Weise, indem zum Beispiel jedes gewerbetreibende Mitglied hier in Bornheim Mitglied des 100er-Clubs wird. Dann hat man eine regelmäßige Basis, auf die dann ein Verein aufbauen kann. Lokale Angebote sind Trumpf bei der Gewerbeschau. Sehr zur Freude der kleinen und großen Besucher. Kunstvoll dekorierte Kürbisse geben schon einmal einen Vorgeschmack auf den nahen Herbst. Auch der schönste Tag im Leben erfreut nicht nur die weiblichen Gäste auf der Königstraße. Fazit der Veranstalter: Der Zuschauerzuspruch ist auch sehr groß, so wie wir es erwartet haben oder erhofft haben und dann Gott sei Dank eingetreten ist. Und deshalb muss ich auch sagen, ist es mal wieder wie immer eine sehr gute Gewerbeschau. Ein bunter Strauß an Unterhaltung. Das Publikum verbringt einen unterhaltsamen Sonntag im Herzen von Bornheim. Und manch Besucher findet seinen Weg zur Königstraße durchaus auf unkonventionelle Weise.